Sehr geehrte Generalkonsulin, sehr geehrter Dr. Ioannis Moissidis, sehr geehrte Mitglieder des Vereins der Pontusgriechen in Baden-Württemberg, sehr geehrte Damen und Herren und liebe Kollegen aus dem Bundestag und der Landtagsfraktionen. In meiner Fraktion bin ich zuständig für die Gedenkstätten. Ich mache meine Gedenkstättentour, besuche Erinnerungsorte und sie steht unter dem Motto Erinnern für die Zukunft. Denn erst wenn wir erinnern, haben wir auch eine gemeinsame Zukunft. Und ich habe mich schon sehr lange mit dem Thema Flucht und Vertreibung auseinandergesetzt, auch schon in meiner Jugend. Die Bilder gleichen sich immer wieder. Menschen mit ihren letzten Habseligkeiten, nichts als ihre auf der Flucht übergeworfene Kleider am Leib, auf dem Arm ein kleines Kind, die Alten, die kaum mehr hinterherkommen und die jungen Männer, die auf den Bildern fehlen, denn sie sind oft schon tot. Menschen aus ihrer Heimat zu vertreiben, ins Niemandsland zu schicken, bedeutet, sie großer Gefahr, Krankheit und Tod auszusetzen. Wenn wir uns an die Vertreibung der Pontusgriechen erinnern, dann erinnern wir uns gleichzeitig an all die anderen, an die allein in Europa Abermillionen Menschen, denen dies in den letzten mehr als 100 Jahren widerfuhr. Deshalb ist es wichtig, jedes Jahr wieder gemeinsam daran zu denken. Wir wünschen uns alle, dass so etwas nie wieder passiert. Aber die Welt muss immer noch zuschauen, wenn Familien aus ihrem Heim vertrieben werden, im Schlaf überfallen werden und wegen unüberbrückbarer Konflikte die Opfer von Hass und Gewalt sind. Flucht und Vertreibung bedeutet, heimatlos zu werden, auf den Schutz Fremder angewiesen zu sein, sich nicht mehr selbst ernähren zu können, den eigenen Boden nicht mehr bewirtschaften zu können. Es bedeutet, in der Fremde zu sein, oft unwillkommen zu sein, nach gelungener Flucht weiterhin Hass und Gewalt ausgesetzt zu sein. Und es bedeutet meistens, Angehörige zu verlieren, seine Kultur zu verlieren. Oft hilft der gemeinsame Glaube, dass sich die Überlebenden zusammenschließen und dass es ein neues Leben beginnen muss. Und dieser Neustart, um es ganz unpathetisch zu sagen, braucht Menschen, die Arbeit geben, die Platz zum Leben frei machen, die Räume für Kultur eröffnen. Und das ist nicht einfach und wird nie einfach sein. Aber weil wir leider wissen, dass Konflikte sich nicht von selbst lösen, sondern über Generationen weiterwirken, wie wir in den letzten Jahren wieder in Europa leidvoll erfahren mussten, wir haben es jetzt auch schon mehrmals gehört, ziele ich heute auf das Allgemeine von Flucht und Vertreibung ab, das, was allen Gräueltaten gemeinsam ist. Hass, Machtstreben und eine Ideologie, die den anderen kein Lebensrecht zugesteht. In diesem ganzen traurigen Geschehen gibt es aber auch etwas Verbindendes, etwas Erfreuliches. Das Gegenmittel gegen dieses Hass, in friedlicher Nachbarschaft leben zu können, den anderen in seiner Art und Weise anzuerkennen, das Gemeinsame zu leben und das Andersartige als etwas Normales zu sehen. Wie in einer Familie. In der Familie können wir das auch wenn es hier nicht immer gelingt, wozu das führt, sehen wir im Kleinen nicht mehr miteinander reden, Streit ums Erbe, Verletzungen und Gewalt. Und wir wissen aus der Psychologie, Sozialarbeit, therapeutische Arbeit, wie wichtig das Aussöhnen für die eigene Identität und Entwicklung ist. Es beginnt bei der Aussöhnung mit sich selbst, mit den Menschen, die man verletzt hat, und endet
bei der Aussöhnung zwischen den Völkern. Mit dem Begriff benenne ich ausdrücklich die Vorstellung einer Gemeinschaft mit einer eigenen Sprache. Religion, Kultur. Um Frieden zu schließen mit der Vergangenheit, bedarf es des Eingeständnisses von Schuld als ersten Schritt. Und daran müssen wir arbeiten, dass auch die Türkei diese Schuld anerkennt. Ein Ausstrecken der Hand und eine klare Geste der Verzeihung. Dann ist der Weg in eine offene, freie Zukunft möglich, die allen historisch beteiligten Parteien ermöglicht, einander die Hand zu reichen, sei es als benachbarte Staaten, sei es als Nachbarn in einer neuen Heimat, wie wir sie hier in Deutschland gefunden haben. Aber ich möchte auch dieses Mal wieder daran erinnern, wir brauchen die Einordnung des Genozids an den Pontusgriechen als Teil des Themas Genozids insgesamt. Genozide sind ein ganz, ganz trauriger Teil der Menschheitsgeschichte, der Geschichte der Türkei, den wir überwinden müssen, indem wir die Ursachen hierfür identifizieren und angehen. Gewaltbereitschaft, Nationalismus, Ignoranz, fehlende Empathie, fehlende Reflexionsbereitschaft, aber auch Verteilungsgerechtigkeit und Sozialneid. Auch die Idee von ethnischen Reinen, davon müssen wir uns befreien. Nationalstaaten vor, während und nach dem Ersten Weltkrieg ist ein Problem, was auch zur Vertreibung von Muslimen aus Griechenland führte. Und ich möchte auch daran erinnern, dass auch hier Gleichgültigkeit, Machtpolitik und Egoismus ebenfalls ihren Beitrag geleistet haben. Gerne träume ich. Ich träume und ich hoffe, dass diese Träume für uns alle wahr werden. Nie wieder Völkermord, nie wieder Flucht, nie wieder Vertreibung. Vielen Dank. Wiederzulegen.